News der Woche Nummer 10. Da hat sich der März geschlichen. Somit dürft ihr keine Hecke mehr schneiden. Am kommenden Freitag ist es wieder soweit. Am kommenden Freitag ist es wieder soweit. Der Filmfestival Türkei Deutschland ist wieder vor Ort in Nürnberg. Für den ist um 18 Uhr in der Tafelhalle in Fürth und Tafelfeld. Da war ich vor einem Jahr auch schon mal. Wenn ihr Ticket haben wollt, schaut einfach auf die Webseite vom Türkei Deutschland Filmfestival. Und Link ist in der Videobeschreibung. Und das Thema diesmal oder das Hauptthema von dem Film ist 10 Frauen. Das ist der Titel, bedient ist da um 21.15 Uhr, dauert ca. 100 Minuten und spielt im Jahre 1934. Was da halt dann genau wird, das seht ihr dann im kommenden nächste Woche Video, wo ich euch nochmal genauere Einblicke vom Türkei Deutschland von den ersten 3 Tagen erzähle. Am vergangenen Freitag war ich in vielen Teilen von Deutschland Busstreik angedroht. Daher S-Bahnen sind nicht gefahren, Busse, U-Bahnen und so weiter sind nicht gefahren und somit hat da auch relativ Chaos bei den Anwohnern und Reisenden und die Zuarbeit in die Stadt oder wo auch immer hinfahren wollten. Ja, ausgenutzt ist nicht schön. Am kommenden Mittwoch soll wieder ein Streik sein. Diesmal sind auch die Kindergärten betroffen. Und daher auch das könnte vielleicht was Größeres werden. Ich hoffe mal nicht, aber seid bewusst, dass auch da irgendwie zu Behinderungen, zu irgendwelche aktuellen Lage führen könnte. Und zu Thema Nummer 3. Ja, falls ihr am Wochenende den Plan habt, noch irgendwie die Hecke zu schneiden oder zurecht zu machen oder den alten Apfelbaum im Garten zu fällen, solltet ihr leider nochmal überdenken, weil vom 1. bis zum 30. September gilt die Schnittverbot. Das heißt, ihr dürft echt nicht schneiden, nicht kürzen, somit, dass die Vögel ihren
Freiraum und Co. haben. Und somit sage ich erstmal, das war wieder die nächste Woche von dieser Woche. Nicht wundern, hier ist noch ein bisschen Kabelchaos. Ich bin gerade erst vor einer halben Stunde angekommen. Somit sage ich, mach gut, bleib gesund. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, dann auch im heutigen Abend im Stream. Filmproduzent Benjamin, schönen Tag. Tschüss. Ciao.